Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos zockte Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Das sind die Hoffnungen, die ich hier hoffentlich nie aufgeben werde. Gut, wo waren wir gestern stehen geblieben? Wir waren gestern dabei stehen geblieben, dass ich gesagt habe, ich möchte mir einen Hund holen. Und da sind wir alle Hunderassen durchgegangen und ich habe zwei Hunderassen doch etwas in die nähere Auswahl gebracht. Das war zum einen gewesen der Dackel. Der Dackel wäre halt in zwei Möglichkeiten. Einmal so schön klassisch, wie man halt so ein bisschen kennt hier so. Oder halt so komplett rot. So, das wäre die eine Möglichkeit. Oder. Ich werde weich und hole mir einen Spitz. Ja, sowas wie ich früher gehabt hatte. Hätte haben wollen. So rum war das. Gut, ich habe mich entschieden. Ich habe mich wirklich entschieden. Das ist sehr lange schwierig. Ich habe gesagt, so spitz wäre super geil. Ist aber mehr so ein super Kuschelfaktor wieder. Ich will aber eher was haben, wo der Junge mit auch ein bisschen toben kann. Etwas mit toben. Etwas, was Ausdauer hat und pipapo. Und so ein Dackel ist ja auch für die Fuchsjagd. Ja, deshalb sind die ja so klein und können so die Fuchsjagdbauten reinflitzen und so weiter und so fort. Und er hat gedacht, okay, dann nehmen wir einen Dackel. Und ich würde ihn sogar in dieser Standardfarbe nehmen. Und der wird auch auf jeden Fall ganz jung bleiben erstmal. Ich weiß gar nicht, wo ich alles noch einstellen kann. Muss ich gleich mal gucken. Das heißt, hallo, ich heiße. Da müssen wir da mal rein. Hören wir uns das mal an. Das ist eher so Entchen. Das ist in Ordnung. Das ist halt durchdringend. Oh, passt aber auch enorm, wa? Pass auf, wir machen mal ganz niedrig. Wie das wirkt. Okay, was ist das? Boah, ja, aber voll überredigen. Wie nennt sich süß? Ja, das passt. Aber nee, eher so. Weil das andere fand ich doch ein bisschen hoch, wa? Obwohl, so. Aber lassen wir doch ein bisschen niedlicher, wa? Ja, ein bisschen Zucker hier drauf. So, dann ist da noch ein Welpe. Ach du Schande, das wird dann noch kleiner. What? Wie geil. Wollen wir einen Welpen nehmen? Boah, ist der niedlich. Da. Nee. Boah, da quietscht ja fast schon. Ich glaube, wir nehmen ihn als Welp. Das ist ja... Wollen wir Männchen oder Weibchen? Nehmen wir den Männchen? Ist da ein Unterschied, das zu sehen? Nö, irgendwie nicht. Und den nehmen wir? Habt ihr eine Idee? Hm? Kurt? Kurt, komm her! Nee, da klingelt Kadi. Timmy, Tim, Ta, das, keine Ahnung. Boah, was nimmt man da für einen Namen dafür? Mama, was haben wir denn hier? Benito, nee. Male, nee. Bobby, Cäsar. Cäsar wäre fast eine Idee. Nougat, Ka, Joey, Buster, JD, Apollo? Ist mir zu weltraumlastig. Reese, Ralphie, Strolchi, nee, ist zu Klischee. Pack. Chestnut, Jerry, Titus, Ralphie, Matteo, Tepe, Indiana, Jones. Nein. Oh, warum? Ja, nein. Boomer, Franklin, Marley, Spatula, Woody, Sam, Rusty, Cringer, Icarus, Bruno, Baxter. Wäffelchen. Wer lässt sich solche Namen hier einfallen? Joey, Sydney, Wallace, Nugget, Magoo, Vern, Chestnut, Buddy, Whopper.
Nein, den wird der nicht gegessen hier. Pudley, Cody, Vern, Gipper, Truman Show, Jerry Kidman, Bomber Jacke. Oh Gott, ey. Kevin, nein. Ty? Hä? Nixon, Chester, Rainbow, Cooper, King, Gringer, Runt, Tess, Tubi, Baloo, Billy. Möchtest du Billy heißen? Möchtest du Billy heißen? Nee, Mann, du willst nicht Billy heißen. Er guckt nicht wie ein Billy, tut mir leid. Also, Kipper, Pinger, Sandy? Männlicher Name? Zillow, Dale, Obi. Obi. Obi, Obi, Obi. Komm mal. Nein, Obi klingt nicht. Obi, Mickey, Titus, Rainbow. Da wiederholt sich das wieder ein bisschen. Fudge, Potsy, Squee, Groovers. Wird zu englisch. Nougat, Max, Bob war da schon wieder. Runt, Bobby, Flash. Wurns, also Pastas, Flash, Marley. Ich habe eine Idee. Ich frage mal meine Qualitätssicherung, wie man einen Dackel nennen kann. Mal gucken. Das ist jetzt eine Live-Befragung. So, mal gucken. So, scheint mich zu hören. Wie kann man einen kleinen Dackel nennen? Vom Namen her. Ganz spontan. Keine Ahnung, ist kein guter Name. Ist ein männlicher Dackel. Anna geht nicht. Das auf männlich dann? Anton? Platz Anna? Ist mein Dackel. Nee, der gehört mir nicht. Der gehört ein Teil der anderen Familie. Das weißt du. Sehr schön. Also nehmen wir Anton, ja? Okay, ist das nächste, was mir bei Anna einfällt. Anton. Aber Anton ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. So, dann werden wir mal gucken, ob wir hier irgendwelche Modifikationen noch hinkriegen. Also, er ist stur. Was haben wir doch wieder im Merkmal? Wir müssen mal schauen, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier für Merkmale? Also, aktiv wäre eine Idee. Diese Hunde sind besonders energiegeladen. Sie laufen gerne und lieben Spaziergänge. Wäre eine Möglichkeit. Was haben wir denn heuer? Abenteuerlich. Diese Hunde verlassen manchmal das Haus, um alleine Abenteuer zu bestreiten. Sie erleben auch, aber auch gerne Abenteuer gemeinsam mit ihrem Besitzer. Eine Couch Potato bestimmt nicht. Freundlich. Diese Tiere sind in der Regel freundlich zu anderen Sims und begrüßen sie freudig. Ja. Die Spitzenzähne waren aber gerade sehr unfreundlich. Da weiß ich noch nicht. Jäger. Diese Hunde sind gute Jäger. Schicke sie los, damit sie etwas für dich jagen oder ausgraben. Klingt interessant. Klug. Da meiner laut auch nicht. Pelzig ist der hier nicht. Ist ein Kurzhaardackel. Schnüffler. Diese Hunde sind von Natur aus neugierig und untersuchen gern verschiedene Gegenstände rund um das Haus. Wäre eine Möglichkeit. Unabhängig. Diese Hunde sind nicht besonders anhängig. Und können sogar allein spazieren gehen. Er ist eher nicht viel Fraß. Verspielt. Diese Tiere lieben Spielzeug und wollen die ganze Zeit. Nee, das ist eher nicht stur. Auch nicht. Also jedenfalls aktiv. Aktiv ist, glaube ich, gar nicht mal so grundverkehrt. Jetzt bin ich noch am Überlegen, ob bei Ihnen Jäger verpassen. Ich glaube, das machen wir. Er ist ein Jäger, ist halt ein Dackel. Und ich denke mal, da kriegt man aus dem Dackel nie raus. So, was können wir denn sonst hier noch machen? Anstreichmodus eher nicht. Die Felllänge können wir noch mal gucken. Das ist ja, wie gesagt, der Kurzhaartfell. Das wäre... Ach du grüne Neune, das sieht aber fies aus. Oh Gott. So, dann die Schwanzgeschichte. Wie wollen wir denn den Schwanz gestaltet haben? Das ist ja normale Schwanzform. So hängt er eher mal die ganze Zeit hoch. Finde ich ein bisschen komisch. Ja, dann wedelt er noch nicht mal damit. Nee, kopiert wollen wir ohne haben. Wir machen ganz normalen Schwanz so. Farbe und Fellmuster. Das ist natürlich... Oh, geil. Oh Gott. Das ist die Standard. Haben wir dann hier sonst noch mehr so oder mehr so? Gott. Ich denke mehr so, wa? Das ist schon geil. Was haben wir denn sonst noch? Das ist eher alles gar nicht so wirklich dackelmäßig. Wie sieht denn das aus? Das ist doch mit Dackel hier nichts zu tun. Ja, wirklich. Der passt nicht. Also so ist, glaube ich, eher doch ganz schön geil. Oder doch das Rötliche, so Natur, wie es so ist.
denke, wir lassen es so natürlich, wie es ist. So, was haben wir denn so? Fell haben wir, die Fell-Dings, die Schwänze haben wir, die Rassen haben wir. So, dann müssen wir mal kicken. Anstreichmodus, gibt es hier sonst nichts anderes? Anstreichmodus ist dies mit hier Farbgeschichten. Ansonsten geht hier gar nichts. Klamotten geht, glaube ich, bei der Größe noch nicht. Ich wollte es mal gerne noch mal gucken. Beziehungsweise, wir können ja mal kurz mal... Da, nee, ist das hier das Alter? Da ist der Dackel. Erwachsen, schauen wir mal. Ich glaube, da geht die Klamotte-Dings auf erst. Genau, da geht die Klamotte-Dings auf. Und bei junge Dackel, wenn ich Welpe mache und hier hinklicke, da... hier, so. Nee, da geht noch gar nicht mit Klamotte. Gut, ich denke, den Anton, so wie er ist, so werden wir ihn nehmen. Ja, ja, so nehmen wir ihn. Muss noch mal kurz überprüfen, ob alles stimmt. Ja, die Farbe, das ist alles in Ordnung. Augen lassen wir mal so. Das lassen wir einfach alles so, wie es ist. Wir werden... Also, sonst habe ich ja immer sehr viel rumgespielt. Bei Jenny habe ich sehr viel rumgespielt. Bei den Witcher-Hund habe ich viel rumgespielt. Und bei den bei der Elfenkatze habe ich sehr viel rumgespielt. Aber den lassen wir jetzt einfach mal so, wie er ist. Da werden wir nicht allzu viel rumspielen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal Anton. Beziehungsweise, der kann ja auch noch Quantum heißen. Gut, da haben wir's. Quantum, weil der gehört ja dann sozusagen mit zur Familie. So, okay. Dann hier mal Yes. Spielen. So, da haben wir's. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es jetzt einfach so zumachen kann. Das werden wir gleich sehen. Hause verwalten. Ist der jetzt hier drinne? Ja, der ist da drinne. Der ist da drinne. Und dann können wir hier mal reingehen. Ladescreen. Das wird jetzt ganz spannend. Die sind wieder nach Hause. Puh, okay, da hat ein bisschen Kohle verdient und das verstehe ich jetzt nicht. Ja, okay, die sind wieder zu Hause. Muss ich nicht verstehen. So, jetzt gehen wir nämlich gleich in den Baumodus. Herzlich willkommen zum Baumodus hier bei Sims 4. Wir müssen jetzt die Sachen für den Hund hier bauen. Und zwar, die Hamstergeschichte kommt natürlich jetzt weg, weil es ist kein Hamster mehr da. Ratte besser gesagt. Und dann werde ich mal das Ding hier hinstellen. Das heißt, wir werden hier mal ein bisschen aufklamüsern, dass hier hinten ein bisschen Freiraum entsteht. So ist das ganz schön, da ist dann der Platz hier, hier ist alles frei, dann kann der Junge hier sich da vielleicht da mal auch hinsetzen, dann ist das alles da ein bisschen freier. Und jetzt kommen wir zu den Tieraccessoires-Geschichten, das heißt, ich werde mal hier reingehen in Objekte filtern, gehe in die Packs hinein und sehe gerade, dass wir gleich überziehen werden. Das heißt, wir gehen nochmal hier rein und dann würde ich sagen, bevor ich hier mich ewig in Details verlasse wieder, würde ich sagen, wünsche ich euch alle erstmal einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund und lasst euch nicht ärgern. Und in dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Shiri, oh.